Studentin kam zu einem 2-Tage-Demonstrationsseminar in die Sally Ho School. Alles, was ich zur Vorgeschichte dieses Pferdes wusste, war, dass sie ihn selbst aufgezogen hat als Fohlen und auch die Mutterstute, eine Hannoveranerin, selber besessen hat. Mit der Stute hatte sie nie Probleme. Doch Liberty entwickelte sich schon im Fohlenalter als Flegel und Rebell. Sie musste ihn schnell kastrieren lassen, weil er sich zum Supersteiger entwickelt hat. Viele Probleme bei der Bodenarbeit brachten sie an ihre Grenzen. Beim Führen im Gelände wurden die Probleme jetzt zunehmend größer, weil Liberty immer nur noch stieg und buckelte. Sie dachte einfach, das Pferd wäre verrückt und suchte deswegen Hilfe in der Sally Ho School. In den Demonstrationsseminaren gehe ich dann immer so vor, dass ich eben auch Videoclips mitbringen lasse von den Besitzern des Pferdes, von zu Hause, wie sie zu Hause mit ihrem Pferd umgehen. Ich lasse dann auch die Zuschauer die Filme mit anschauen und jeder soll mir zeigen, was er sieht, was er wahrnimmt und was er davon hält. Die unterschiedlichsten Stimmen habe ich gehört von, ja, das ist ein schwieriges Pferd, er ist respektlos, dann, ja, das ist ein bisschen zu hart, wie man ihn führt und er ist bockig, er mag nicht. All diese verschiedenen Ansichten tragen erstmal zu dem Ganzen, was wir sehen, bei. Da ich in den mitgebrachten Videos von der Klientin noch nicht gesehen hat, wie sie mit ihm arbeitet, habe ich die Klientin darum gebeten, mir vor Ort in der Sally Ho School noch zu zeigen, wie sie mit ihrem Pferd umgeht. Auch hier haben die Zuschauer vorab wieder ihre Meinung dazu gesagt, was sie sehen und was sie denken oder empfinden zu dem, wie die Besitzerin eben mit ihrem Pferd umgeht. Was ich bis zu dieser Zeit sah, war, dass dem Pferd sehr viel Freiheit genommen wird, dass es permanent kontrolliert wird, kein Vertrauen da ist und auch von der Pferdesprache, Körpersprache und Pferdepsychologie nur sehr wenig Verständnis vorhanden ist. Ich habe meine Meinungen aber noch nicht mitgeteilt, da ich eben noch nicht alles gesehen habe. Solange die Pferde dann auch noch an der Longe sind oder eben an einem Halfter geführt werden, drücken Sie sich nicht zu 100% ehrlich aus. Sie haben Angst, dass wieder Schmerz kommt, dass Sie gehalten werden und deswegen kann man das ganze, gesamte Bild wirklich erst sehen, wenn das Pferd frei ist. Als Liberty dann frei war, kamen für mich die eigentlich vorherrschenden Energien zum Ausdruck. Das Pferd spiegelte jetzt die ganze Übergriffigkeit seiner Besitzerin im höchsten Maße wider. Trotz der Bedrohung, die er ihr zeigt, lächelt sie und nimmt es nicht als Bedrohung wahr. Bei dieser Übung hier ist das Pferd derart gestresst, dass es das alles nur tut, um eben ein Leckerli zu bekommen. Auch hier ist für die Besitzerin scheinbar nicht erkennbar, dass es das Pferd total verrückt macht. Es bettelt und bettelt und hat überhaupt nicht verstanden, was eigentlich der Sinn dieser ganzen Sache ist. Trotz allem scheint Liberty wie ausgeliefert zu sein vor dem Zwang, für seine Besitzerin alles nur Mögliche zu tun, um ihr zu gefallen, weil das einfach die Art von Verbundenheit ist, die Pferde aus ihrem Instinkt heraus folgen. Die Pferde verstehen nicht, warum der Mensch tut, was er tut. Nach den ganzen Beobachtungen und der fast eintägigen Vorbereitung des 10-köpfigen Publikums und nach Rücksprache mit der Klientin habe ich dann gesagt, was ich alles sehe. Die eine vorherrschende Kraft dieser Übergriffigkeit zeigt mir sehr deutlich, dass die Klientin von klein an sehr großem Missbrauch ausgeliefert war. Jemand war sehr übergriffig und es hat ihr niemand dabei geholfen. Daher hat sich die Frau von ihren Gefühlen getrennt und nimmt nicht mehr wahr, dass sie heute bedroht wird. Es ist ihr Alltag und es ist ihr zur Gewohnheit geworden. Da es für sie selbstverständlich geworden ist, geht sie nun auch mit Liberty so um. Eine andere Energie ist noch da, dem das Pferd ganz genau zeigt, dass immer noch jemand an ihr zieht und sie manipuliert. Die Klientin befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer fortgeschrittenen Heilungsphase. Liberty kam zu mir und holte sich das, was er brauchte. Er hat seinen inneren Rhythmus verloren und es ist nicht das, was man mit dem Pferd dann tun muss, dass man mit ihm arbeitet,
sondern das Pferd weiß ganz genau, wenn man ihm etwas anbietet, ob das gut für ihn ist. Und ich machte den ganzen ersten Tag nichts anderes, als für sehr lange Zeit ihm ein Klopfen anzubieten, das ihm einen Rhythmus zurückgab, mit dem er letztendlich auch Heilung erfuhr. Selbst am zweiten Tag war es das, was er sich sofort wieder geholt hat. Er wollte noch geklopft werden und es ging ihm sichtlich besser damit. Danach wandte er sich ab und hat sich endlich entspannt gewälzt. Er schnaufte ein paar Mal ab und es war, als hätte er endlich die Erleichterung für seine Besitzerin hier in der Sally Ho School gefunden. Bezüglich der Körpersprache und der Pferdepsychologie habe ich der Klientin empfohlen, dass sie nochmal zu einem 6-Tage-Seminar kommt, um dort wirklich alles über Pferde zu lernen. Danach kann sie alles in Ruhe mit Liberty zu Hause fertig machen und das Pferd auch selber korrigieren. Das ist Anlehnen und dass er sich bei mir reiben will, das darf ich auf keinen Fall so erlauben. Gell? Geh mal wieder weg. Ich darf ja nicht hinwegschicken, das darf ich nicht machen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Am Ende des Seminars bin ich mit Liberty dann noch auf die Straße gegangen, um wirklich zu zeigen, wie man ihn führen muss. Am langen Seil immer nur darauf achten, dass er nun die Distanz bewahrt und wirklich auf Entfernung mit jemand mitgeht, dass er sich nicht mehr festbohrt am Boden, dass man ihm sagt, komm, geh weiter, hier ist keine Gefahr mehr. Und ihm wirklich genug Raum lässt, damit er schauen kann und sich einfach nur bewegen kann. Das ist das Wichtigste, was für ihn jetzt wirklich vorherrschend ist. Und auch wenn er hier schnell geht und mich überholt, hebe ich einfach nur das Seil ein bisschen an und sage, hey, warte, mein Freund. Und er schaut und er bleibt da. Ich muss nicht ziehen und nicht zerren. Ich gebe ihm dann ein Leckerli zur Belohnung, um zu sagen, das hast du super gemacht. Und das Pferd versteht das wirklich alles.